Meine Puppe. Ja, hier, ne? Ticke-tacke, 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 zicke-zacke, zicke-zacke, ne? Aber zackig hier. Ja, ich bin doch pünktlich. Hab ja geschafft. Mann. Ja, nee, schill mal jetzt deine Base. Ich bin jetzt im Bus dann, falls das Ding ungut ist. Da gibt's einen Richtwert dafür. Trotzdem meine Pumpe, ich bin immer noch außer Atem. Und wieder 3 Minuten des Lebens verloren. Stopp. Ja, was ist denn jetzt? Ich komme so angerannt und der Busfahrer war doch noch so nett und hat die Tür aufgemacht. Hätte er es eigentlich machen müssen? Nein. Wenn er schon jetzt, sag ich mal, abgefahren ist, so gut wie abgefahren ist, ja, und Blinker links gesetzt hat, hatten wir ja schon in einigen hunderten Videos von mir gelernt, dass der Blinker links gesetzt wurde im Bus, gilt dieser Bus als abgefahren. Aber jetzt war der Busfahrer halt so nett und hat euch doch noch mitgenommen, weil er euch jetzt hat anrennen sehen, ja. Es gibt keine Garantie dafür, dass er euch dann wirklich nochmal mitnimmt. Ja, ihr könnt ja jetzt nicht sagen, ich stand an der Tür, hab 3 Minuten lang geklopft, ja, so wie in einem Video, was ich ja gepostet hatte vor einiger Zeit. Und ist einfach abgefahren. Es gibt viele Gründe, warum der Bus da vielleicht gerade auch abgefahren ist. Das war ja, ist ja nur ein Kurzvideo gewesen, da kann man das nicht so ausgiebig erklären. Ja, es kann sein, dass der einfach eine Betriebsfahrt hatte, sprich, dass er eine Leerfahrt hatte, weil viele geschrieben auch so von wegen, der Bus ist einfach leer gewesen, da war kein Fahrgast mehr drin. Also kann es ja auch sein, dass er gar nicht mehr, hat noch vergessen, die Zielanzeige rauszunehmen und dementsprechend ist er einfach abgefahren. Kann ja auch sein. Kann viele Gründe haben, müssen wir auch jetzt gar nicht weiter ausdiskutieren. Aber wie ist es denn in dem Fall, wenn euch das selbst mal passiert? Was ist denn da zu beachten? Grundsätzlich kann man nämlich sagen, dass jeder Fahrgast eigentlich so mindestens 2 Minuten vor der eigentlichen Abfahrtzeit an der Haltestelle einzufinden hat. Bis zu 2 Minuten vorher. Ja, ich meine, ich komme ja auch nicht immer auf den letzten Drücker irgendwo hin, wenn ich einen wichtigen Termin habe. Okay, es gibt Menschen, die tun das tatsächlich immer. Ne? Okay, aber ich bin jemand, der ist lieber etwas zu früh da als zu spät. Weil wenn ich zum Beispiel einen Termin habe, dann sehe ich immer zu, dass ich doch immer relativ zeitig da bin, weil ich ja auch die Verkehrslage draußen kenne. Ja? Also ich weiß, dass ich mit dem Auto vielleicht ein bisschen länger brauche, weil jetzt gerade vielleicht Stoßzeiten sind oder solche Geschichten. Dann wägt man das so ein bisschen ab und sagt, okay, dann fahre ich lieber ein bisschen früher los, bin vielleicht ein bisschen früher da, trinke nochmal einen Kaffee und gut ist. Ihr könnt hier natürlich dann auch noch einen Kaffee trinken, wenn ihr die Zeit habt, ja, so in euren Thermobecher oder so. Ne? Also grundsätzlich bis zu 2-3 Minuten vorher an der Haltestelle sein, dann sollte es auch keine Probleme geben. Ihr seid dann nicht mehr außer Atem, ihr braucht doch nicht abzuhetzen und wie auch immer. Ich hatte ja dazu schon mal ein Video gemacht tatsächlich. Nur ist es mir in letzter Zeit, vergangener Zeit, tatsächlich ein bisschen mehr aufgefallen, dass immer mehr Leute dies bemängeln, dass der Bus mich nicht mehr reingelassen hat, weil ich auf den letzten Drücker gekommen bin. Ja, damit muss man tatsächlich rechnen. Ja, ich möchte auch gar nicht so weiter drum erzählen, deswegen für mich einfach nur als Appell an euch, seht zu, dass ihr einfach in Zukunft 2 Minuten früher an dieser Bushaltestelle seid, dann sollte es keine Probleme geben, weil es kann ja auch zum Beispiel, was auch ein komisches Thema ist, ja, ihr seht jetzt diesen Bus da stehen, gerade in Großstädten passiert das sehr oft, ihr seht diesen Bus da, der Busfahrer will schon los, ja, macht nicht mehr die Tür auf, weil er genau weiß, dass 1 Minute hinter ihm schon der nächste Bus ist, weil der Bus, in den ihr praktisch mitnehmen möchtet, schon vielleicht schon 10, 15 Minuten Verspätung hat. Ja, das könnt ihr ja als Fahrgast gar nicht vielleicht im ersten Moment wissen. Ihr seht diesen Bus einfach nur, ja, ihr seht nur dieses große Fahrzeug und denkt so, oi, der ist da vor mir weggefahren, der hätte aber warten müssen. Wisst aber nicht, dass vielleicht 1 Minute später der andere Bus, der regulär praktisch zu eurer Abfahrtzeit fährt, schon vielleicht dahinter ist. Ja, das sind auch so. Ihr seht, ÖPNV, Bus und Fahrgäste sind immer nicht so die besten Freunde. Ja, es ist auch egal, wie man es macht. Man macht es nie richtig. So, jetzt ist aber genug gequasselt hier wieder von mir. Dann sage ich in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Herr Busfahrer. Und wer es noch nicht getan hat, lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert und argumentiert und abonniert. So, dann bin ich jetzt raus.